Oi, oi, oi. So. Wieder zurück mit einigen neuen Items, die wir gesammelt haben. Und oh, ich kann euch sagen, dass das, wenn ich das angesehen habe, es war ein unglaublicher Kampf. Jetzt gucken wir mal. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, glaube ich, ein Item, was man in dieser letzten Welt kriegt. Und deswegen machen wir jetzt erstmal alles fertig hier, soweit wir können. So. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Ja, Sturmkristall haben wir halt noch nicht. Genau deswegen. Da fehlt er auch noch. So, das. Da fehlt er auch noch, genau. Deswegen können wir die drei. Wofür brauchen wir denn? 3, 4, 6. Ja, 6 Mal. Ui. Dann wollen wir uns mal in die letzte Welt begeben, damit es hier endlich mal weitergeht. Würde ich sagen. Klingt nach einem sehr guten Plan. Dann geht's mal los. Ich meine, man sieht auch an der Leiste, ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, dass ich unheimlich viel trainiert habe in der Zeit. Oh, das ist echt. Haha, ich kann schon hinwarpen, weil ich da schon einmal hingeflogen bin. Glaube ich zumindest. Gut, dass ich es gemacht habe. Ja, dann sind wir fast fertig. Es fehlt nicht mehr viel. Uns fehlen noch ein paar Trio-Tags, die sich aber bestimmt schnell finden lassen. Ich glaube, 5 fehlen uns insgesamt noch. Die Ultima-Waffe fehlt uns noch und 2 extra Bosskämpfe, die ich aber später mache. Auch nochmal als Special. End of the World. Das Ende der Welt. Ist das alles, was nach der Eroberung durch die Herzlosen übrig geblieben ist? Diese Welten werden wiederhergestellt, wenn wir Anzim besiegen, richtig? Aber wenn wir ihn besiegen und die ganzen Welten wieder voneinander unabhängig sind, was wird dann aus diesem Ort und aus uns? Also? Das ist eine herzlose Welt. Vielleicht verschwindet sie einfach wieder. Aber keine Angst. Selbst wenn sich dieser Ort auflöst, unsere Herzen verschwinden nicht. Freunde finden sich immer wieder. Das weiß ich ganz bestimmt. Ja, du hast recht. Ich werde es ihr zurückgeben. Versprochen. Ja, und wollen wir uns mal, ne? Sind überall Kisten. Yay! Erster Kampf! Ich wusste doch, dass ich die irgendwo herkenne. Dann sind die von hier. Der erste Sturmkristall. Doch extra mit die Chance ein bisschen höher ist extra Sturmkristall angelegt. Sturmkristall angelegt. Ich bin auch. Hallo? Ich will die Kiste öffnen. Hallo? 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 Gib mir Kiste? Hallo? Ah. Ach ja, apropos Kraftbolzen. Ich habe doch vorhin eins hergestellt. Bahaha. Angriffskraft steigt. Mehr! Mehr! Ach ja, und ich bin jetzt Level 75. Durch das Sammeln habe ich... Hallo? 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 Da ist die nächste Kiste. Habe ich einiges an Erfahrungspunkten bekommen. Voll gelingt. Das
zweiter Sturmkristall. Wuhu! Ach, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind da keine mehr. Ach ja, ich kann kein Geld mehr einsammeln, weil ich schon die Maximalanzahl an Geld habe und habe vergessen, gerade was auszugeben. Naja, Schutzengel. Abwehrkraft. Abwehrkraft. Nächstes. Final-Elixier. Da will ich hin. Bam. Nein. Das war knapp. Na komm, so schwer bist du doch nicht. Ich meine, zweimal haben wir ihn schon platt gemacht. Ein drittes Mal kriegen wir da auch noch hin. Ah komm, für das bisschen. Das ist ja jetzt ein bisschen... ein bisschen fies, ne? Lass mich auf deinen Arsch. So. Nein, spring doch nicht drüber. Ach komm, ey. Jetzt reicht's. Jetzt kann ich ihn natürlich nicht treffen. Ich könnte ja, ne? So, jetzt aber. Oh, für das. Jetzt reicht's. Jetzt. Mich auf deinen Arsch. So. So viel Theater für einen Schlag. Herrgott. Zeug. Mithril, Orealkon. Hab ich alles, aber danke. Da. Lass mich hier raus. Kann nicht mal eine Rolle hier machen. Was soll das denn? Omega Dot halt. Cool. So, erstmal zu der Kiste, die so ellenlang weg ist. Zu der werde ich hinkommen, weil hier unten eine unsichtbare Mauer ist und hier auch. Gott, wer hat sich das ausgedacht? Dann können wir wohl nur zu der Kiste gehen. Dann eben so. Ich frage mich, ob das so ist wie bei Pokémon. Das ist einfach so. Tot. Sturmkristall. Kann ruhig mehr von den Viechern kommen. Also ich kann mehr als genug von den Typen, ja, von den Dingern gebrauchen. Ja, so ist das. Kann ich immer gebrauchen. Da. Wahaha, Kiste. Engelsreif. Rüst dich nachher alles in aller Ruhe an, um. Jetzt, wenn ich das Ding berühre, werde ich in den Kampf gezogen oder so, oder? Oder wie, oder was, oder wie? Final Elixier. Ja, da komme ich nicht hin, so sehr ich auch will. Ist das kacke gemacht hier. Phew, nächster Kampf. Extra dreimal Glückspilz ausgerüstet, damit das nicht ganz so eine Abplackerei hier ist. Anscheinend ist es das doch. Nahaha. Naja, Plackerei kann man das nicht nennen, ey. Bei dem Level, ich habe noch nie das hier auf Level 75 gemacht. Immer so um die 50 rum. Ist echt schon traurig, wie einfach das ist. Weil nicht, dass ich mich beschweren würde oder so. Ich meine, auf keinen Fall, ne? Also. Hallo? Oh, es ist viel zu früh. Nochmal Schutzengel. Wuhu. Komm mal her, der Mietz.
Liegt dir so, so. Drei Gestirn. Kann ich da hin? Ja, scheint so. Juhu, ich kann da hin. Zu der Gischt. Kiste. Wusch. Wie gesagt, extra Glückspilz ausgerüstet, damit das mit den Items ein bisschen einfacher ist. Aber bei dem Sammeln, wer sich das angeguckt hat, ich habe auch extra mit, wie heißt es hier, Freudentau angefangen. Hier mit diesen Fungis, wo man die halt irgendwie das geben soll, was die sich wünschen. Und oh Gott, war das. Nochmal Kraftbolzen, uhu. Alter, ich gehe ja gleich mit so Bodybuilder-Armen raus, wenn das so weitergeht. Überall noch Stärke dazu bekomme. Die gehen mir so ganz gechillt hinterher und ich bin am Fliegen. Los, jetzt gib mir mal ein paar mehr Gegner. Ich brauche Herausforderungen. Wenn Anzim nachher auch so leicht ist, dann ist das natürlich schön, ne? Also beschweren tue ich mich da nicht, weil ich hasse ihn. Gott. Das war das der Grund, warum ich aufgehört habe, dieses Spiel zu spielen, weil ich den einfach ums Verrecken nie platt gekriegt habe. Dunkelring. Jetzt werden wir aber trotzdem mal gucken, was die alle bringen. Das sieht doch gut aus. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Und was war's mit dieser Dunkel? Diesem Dunkelreif. Dreigestirn, was ist das? Ah, nein. Muss ich hier jetzt gerade ein bisschen durchwursteln. Meisterring. Eiferring. Da, Dunkelring. Ach ja. Brauche irgendwas mit Magie. Was ist denn das, was er da trägt? Achso, ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch mehr als gut aus. So. Gucken wir mal hier, ob sich da irgendwas tüten tut. Weil sinkt die Abwehr, ne?